Und damit willkommen zu einer neuen Folge Promis vorm Prompter. Heute mit Thomas Schmidt. Und Bernd Wolter. Ich habe mir wieder ein tolles Setting überlegt. Und die Dialoge habe ich mir ausgedacht. Die lest ihr nur vom Prompter ab. Oh. Keiner hat vorher was gesehen. Das ist noch geheim. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Und gebt einen Daumen nach oben und schreibt die Storylines in die Kommentare. Ich muss nur lesen, was da jetzt steht. Ja, genau. Da steht dann Tommy Doppelpunkt und dann liest du einfach. Wie Studio Schmidt quasi. Lavienros. Was? Das war die Tagesschau. Und nun viel Spaß bei der diesjährigen Dosenbier-Olympiade. Ach ja, das Wetter, das hätten wir fast vergessen. Soll scheiße werden und kübelweise pissen. Auf Wiedersehen. Die Dosenbier-Olympiade 2024 wird Ihnen präsentiert von Hinkebein Halogen. Ich begrüße Sie herzlich aus einer schlecht klimatisierten Kommentatorenkabine im Herzen vom beschaulichen Juckreiz an der Furt. An meiner Seite der Detmolder Deckhengst mit dem Dalmatiner-Augen. Tommy Schmidt! Schmidt, 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 Schmidt! Yes, Sir. Es steht da. Hier ist TO zu dem MMI, zu dem IT. Und ich befinde mich aktuell in meiner optischen Prime. Die Live-Übertragung der diesjährigen Dosenbier-Olympiade wird Ihnen übrigens präsentiert von Hinkebein Halogen. Es beginnt mit einem Hallo und Sie lächeln, wenn Sie gehen. Tommy, welche Erinnerung verbindest du mit dem Sportevent der Superlative? Puh, das musste der Sommer 93 gewesen sein. Mein blindes Kaninchen Hagen Else war wenige Minuten vorher entlaufen und wurde gerade widerwillig vom tollwütigen Nachbarsrüden zugeritten. Ich befand mich derweil bäuchlings liegend vor dem geliehenen Röhrenfernseher meines Großonkels Momo, spingste mit meinem unbepflasterten linken Auge auf den verstaubten Bildschirm und war sofort gefesselt. Ganz Deutschland ist ekstasisch dem Dosensportfieber verfallen und heute steht endlich das große Finale an. Sandro Blähdüse oder Bernd Weich? Wer stapelt die höhere Bierdosenpyramide und holt das Ding nach Hause, Thomas? Weißt du, in meiner knapp 11-jährigen Ausbildung zum Latrinenentleerer habe ich vor allem eins gelernt, Demut. Darum setze ich meine komplette Insolvenzmasse auf Blähdüse. Bevor ich es vergesse, ihr da draußen seid selbstverständlich herzlich dazu eingeladen, unter dem Hashtag DOBOLY2024 Tommy und Benny kräftig mitzudiskutieren. Aber bitte nicht beleidigen. Und jetzt werd mal konkret, Tommy. Muss ich solche aufsetzen? Ja, gerne. Was genau setzt du auf dem Blähdüse seinen Sieg? 4 Kilo portugiesisches Schmelzfleisch, eine fast kaputte Schildkröte, meine vorgestern erworbene Bordelllizenz und eine aus Margarine gefertigte Nachbildung von Jogi Löw, wie dieser eine Birne schält. Das ist ja unfassbar. Hast du keine Angst, alles zu verlieren und am Schluss mit leeren Händen dazustehen? Oder wolltest du dich immer schon mal wie ein Goodbye-Deutschland-Auswanderer fühlen? Meine Droge heißt Risiko und ich bin Heavy-User. Weißt du was? So viel Mut muss belohnt werden. Darum lege ich noch eine Live-DVD von Ingo Oschmann oben drauf. Boah, ist das hört. Mensch, rückblickend war der Kerl seiner Zeit meilenweit voraus und für Nachkriegsdeutschland nicht weniger als eine komödiantische Offenbarung. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich werde Ingo ab jetzt in jede meiner zukünftigen TV-Shows einladen und ihm auf diese Weise eine verdiente Bühne bieten. Eine Welt ohne Oschmann ist eine Welt, in der ich nicht leben will. Beim Blick auf die heutige Halbzeitshow sprüht mein mühsam erlaufener Wolf freudig Funken. Kerstin Ott schmettert ein Hit-Medley, während Martin Rütter einen Puma-großen Schimpansen zähmt. Mehr geht nicht, oder? Ich kenne Kerstin glücklicherweise privat und kann versprechen, das wird anders wild. Mehr Infos zum Sportevent des Jahres und das Rezept für Tommys Spezialsoße finden Sie übrigens auf der Detektseite 673. Mein RTL. Aufgepasst! Die Eröffnungszeremonie beginnt. Eine historisch korrekte Nachstellung der Vorwarust-Schlacht unterhalb des Hermann-Denkmals mit aus Dosenbier gelöteten Römerrüstungen. Schön zu sehen, wie der kürzlich verstorbene erste Dosenbier-Olympionik aus dem Jahr 1902 feierlich entzündet vorne weggetragen wird. Der Bierdosensport
brennt für seine Helden und seine Helden auch für ihn. Apropos Helden, dein neuer Podcast Tommy trifft Promi kommt komplett ohne Worte aus. Als Podcast-Fan, Mensch und Admin der Facebook-Gruppe, manchmal braucht das Leben einfach Hintergrundmusik. frage ich mich natürlich, wie soll das gehen? Das Konzept ist revolutionär, denn mein prominenter Gast und ich kommunizieren ausschließlich über den Austausch von Ohrfeigen. Umso schöner, dass ich für die Premierenfolge Annalena Baerbock gewinnen würde. Satire hier. Boah, endgeil. Das muss ich auf jeden Fall verpassen. Zurück zur Dosenbier-Olympiade. Zigtausende Ultras werfen die neue Platte von Tarkan aufs Spielfeld. Was denkst du über die seit Wochen andauernden Proteste? Achso, hervorragende Frage. Mein Fassfeder. Ich sehe jetzt diese Proteste kritisch. Jedoch, sorry. Die Chlamydien haben bis in die Bronchien gestrahlt. Seit Tagen kämpfe ich mit beigefarbenem Auswurf und nassen Fußsohlen. Nie mehr GNTM Aftershopper. Medienberichten zufolge wurde zuletzt am GZSZ gesichtet. Kurz vor Spielbeginn stellt sich die bierdosenbekloppte Bundesrepublik nun also die Frage: Stimmen die Gerüchte, dass du im Herbst in deine Paraderolle als korrupter Craft-Bier-Sommelier Mike Lummer zurückkehren wirst? Ich will nicht zu viel verraten, nur so viel. Die Lummer-Brauerei ist vielleicht explodiert, aber wurde Mikes Leiche jemals gefunden? Ich hab das richtig falsch betont. Das ist kein Thema. Sichern Sie sich jetzt 5.000 Euro Sofortrente bis an Ihr Lebensende. Schicken Sie dafür ein SMS mit dem Kennwort Bierschiss an die 777-888-321 und beantworten Sie im Anschluss folgende Frage. Welches molkehaltige Getränk nimmt man üblicherweise nach dem Genuss der orientalischen Spezialität namens Döner zu sich? A. Trinkjoghurt oder B. Bremsflüssigkeit? Wir gehen jetzt in die Werbung und danach freuen wir uns gemeinsam mit Ihnen auf das Finale der Dosenbier-Olympiade 2024. Blähdüse versus Weich. Viel Spaß. Freunde, das war der Hammer. Es ist ein Bleiben. Ich komm zu euch. Eine Scheiße. Ein paar Versprecher meinerseits waren drin. Ne? Ja, das heißt auch nicht Superlative, Superlative. Wofür denke ich mir sowas aus? Aber wann hast du das geschrieben? Vor 8 Minuten. Sehr gut. Jetzt liken und kommentieren. Oh, Finell. Wie Finell und Crispy Rob Obdachlosen nicht helfen. Von offen und ehrlich. Sehr gut. Und unten gibt's die letzte Folge. Promis vorm Prompter. Wahrscheinlich mit Felix Lobrecht oder Thorsten Sträter. Und wir drei, wir gehen jetzt schwimmen. Schon in Hamburg! Wir schalten nach Hamburg!